Hallo im Küchengarten. Küchengarten? Nein, hallo im Selbstversorgerland von Florian Rigotti. Ich bin ja momentan auf dem Garten-YouTuber-Treffen 2022 und ich habe mir gedacht, dass ich dieses tolle Event nütze, um für euch einen kleinen Gartenrundgang August im Rigotti-Land zu machen. Vielleicht gibt es ja ein paar Stellen, die Florian in seinen Videos noch nicht so gezeigt hat oder eine andere Blickweise. Jeder filmt und berichtet ja anders und ich dachte, das könnte euch vielleicht interessieren. Legen wir gleich los, weil es gibt unglaublich viel zu entdecken. Hier hinter mir habt ihr ja schon das selbstgemauerte Steinhochbeet gesehen. Florian hat dazu eine ganze Reihe an Videos gemacht, wie er das selbst gemauert hat. Und ich muss sagen, das Ergebnis spricht für sich. Es wächst wunderbar und auf diesem kleinen Raum sieht man eine unglaubliche Vielfalt und einen Ertrag. Hier haben wir schon riesengroßen Spitzkohl, Spitzkraut neben Knollensellerie, der jetzt noch richtig Gas geben muss vor dem Herbst, vor der Ernte. Dann eine traumhafte Zucchini-Pflanze mit wirklich schönen Früchten dran. Und hier hinten, ganz am Ende, ist schon die Herbst-Winter-Bepflanzung mit Karfiol geschehen. Da sieht man schon eine ganz kleine Kopfbildung innen drinnen. Und dann haben wir hier auch noch ein ganzes Karottenfeld, wo einige auch schon in die Blüte gegangen sind, was natürlich für die Vielfalt, für die Insekten hier im Garten wieder einen tollen Beitrag leistet. Und zu ernten gibt es hier natürlich auch riesengroße Rührbli. Jetzt bleiben wir gleich einmal an diesem Standort und wenn wir nach links schwenken, seht ihr hier einmal Florians Haus. Und hier in diesem Beet ein riesiges Kürbisfeld. Und zwar sind das Muscat de Provence und Hokkaido-Kürbisse. Da sind auch wirklich schon ein paar große Oschis mit dabei. Da gibt es sicher eine tolle Ernte. Und hier daneben hat es eine traumhafte, riesengroße Beinwellpflanze. Ich habe ja zu dem Beinwell vor kurzem selbst ein Video gemacht. Also Florian hat da eine traumhafte Pflanze. Er setzt sich auch selbst immer Jauche damit an, um in seinem Garten damit zu düngen, zu gießen. Ich zeige euch jetzt gleich einmal das Jauchefass, die Jauchetonne, die er schon ganz voll hat dieses Jahr. Zwar schwenken wir dazu von dem Kürbis über das Hochbeet, über das Steinhochbeet, nach rechts weiter, wo wir dann den Blick auf das kleine Gewächshaus haben. Und hier hinter diesen Himbeersträuchern, die da so schön in die Höhe wachsen, sieht man ein Wasserfass und daneben das Jauchefass. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Das ist, glaube ich, eine Mischmaschjauche aus Beinwell und Brennnessel. Und die gärt hier wunderbar vor sich hin, kann immer wieder neu mit Wasser befüllt werden. Und dann kann man damit den Garten düngen und gießen. Um diese fabelhafte Ecke in Florians Garten abzuschließen, möchte ich euch natürlich nicht diesen Winkel hier vorenthalten, direkt gegenüber von dem Steinhochbeet, um euch zu zeigen, wie viel Florian hier im Garten versucht, für die Erhaltung und Förderung der Nützlinge zu tun und was er mit einfachen Mitteln auch umgesetzt hat. Hier ist ein Totholzhaufen, der über die Zeit schon wunderbar mit Moos und Pflanzen überwachsen ist. Hier summt und kreucht es. Es ist auch ein wunderbarer Pol der Ruhe und sehr schön anzuschauen. Also ich muss sagen, eine der liebsten Ecken für mich im Garten. Wenn man hier weiter nach rechts schwenkt, sieht man ja das relativ neu hinzugekommene Metallhochbeet und dort gehen wir jetzt einmal näher heran, um zu sehen, wie es dort so wächst. Auch hier ist es wirklich traumhaft, was hier drinnen alles wächst, eine ungeheure Vielfalt. Hier haben wir Paprika und Chili, darunter die beliebte Pimientos de Patron, Florians Lieblingspaprika. Dann Salat, der hier schon in die Blüte geht. Ich denke, das wird Zusammengewinnung sein. Neben einem herrlichen Feld an Petersilie,
ein traumhaft saftig grüner, großblättriger Basilikum und auch wieder Knollensellerie. Und worauf ich total neidisch bin, weil das bei mir im Küchengarten dieses Jahr überhaupt nicht geklappt hat, sind diese riesengroßen Knollenfenchel. Also, das ist ein Traum. Und hier am Rand, um auch wirklich noch den kleinsten Platz zu nützen, wächst die Honigmelone Petit Gris de Rennes aus dem Hochbeet hinunter. Hier hinter dem Metallhochbeet haben wir einen guten Blick auf das kleine Gewächshaus und dort schauen wir jetzt auch einmal hinein. Hier in Florians kleinem Gewächshaus, also auch für mich ist das riesengroß im Vergleich zu dem, was ich habe, wachsen neben großen Ananastomaten auch kleinere Cocktailtomaten, Flaschentomaten, umsäumt von Basilikum. Ich habe auch noch eine Honigmelone hier drin gesehen. Gurken wachsen hier, wieder eine ungeheure Vielfalt. Das lädt zum Naschen ein. Süß. Vom Gewächshaus, vom kleinen Gewächshaus, schwenken wir jetzt hier nach rechts über den Bohnenölturm hinüber. Da sieht man hinten die große Scheune von Florian. Und hinter dem Bohnenturm gibt es ein Erdbeerfeld. Da gehen wir jetzt auch mal ein bisschen näher ran, weil das schaut ziemlich schön und dicht bewachsen aus. Oh ja, die Pflanzen sind wirklich kräftig grün. Es hängen sogar noch Früchte dran. Florian hat hier ja mit so einer Bändchenfolie gearbeitet, die das Unkraut unterdrückt. Und das scheint wirklich gut zu funktionieren. Jetzt stehe ich hier auf der anderen Seite des kleinen Gewächshauses, was ihr hier rechts im Bild seht. Hier hinten seht ihr wieder Florians Haus. Und wenn ich jetzt hier nach links schwenke, vorbei an diesem herrlichen Sonnenblumenbeet, zu seiner Scheune hinüber, sind wir hier schon in der richtigen Position. Und zwar seht ihr ja dann hier in der Mitte des Bildes den Eingang zu seinem Hühnerstall, der links an die Scheune angebaut ist, und ganz links im Bild hier sein großes Gewächshaus. Das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Da war ich ja gestern schon drinnen, um für unser Abendessen Tomaten zu ernten. Und was dort drinnen ist, kann man wirklich nur als Schatz bezeichnen. Also hier drinnen ist das absolute Paradies für jeden Tomatenfeinschmecker und Tomatenliebhaber. Mich hat es richtig umgehauen, wie ich hier das erste Mal hereingekommen bin. Da reihen sich Fleischtomaten, Ananastomaten, Flaschentomaten in den verschiedensten Formen, Farben, Geschmacksrichtungen aneinander, in den verschiedensten Reifestadien. Es ist ein absoluter Traum, ich bin überwältigt und hätte mir das nie so großartig in live vorgestellt. Es ist auch überhaupt kein bisschen Mehltau zu sehen, die Pflanzen sind alle gesund, riesengroß und ein Früchtereichtum hängt hier dran. Sensationell. Neben den ganzen Tomaten sind hier im Gewächshaus auch eine Auswahl an Paprikas und Chilis. Und auch eine Schlangengurke, die hier ebenfalls an einem Tomatenhaken nach oben geleitet wird. Das ist eigentlich eine super Idee, um platzsparend Gurken anzubauen. Besonders toll finde ich ja hier das große Weidefass, das vom Scheunendach gespeist wird, welches dann über ein Gefälle, über einen Schlauch und eine Tropfbewässerung das große Gewächshaus von Florian bewässert. Eine tolle, einfache Möglichkeit, auch in so heißen Zeiten die Bewässerung eines Gewächshauses und der Tomaten sicherzustellen. Ich muss euch sagen, es gäbe hier noch so viel mehr zu zeigen, so viele Ecken zu entdecken, so viel Besonderes zu sehen.
Das würde allerdings den Rahmen von diesem Video sprengen. Das hebe ich mir dann für ein andermal auf. Vielleicht für das nächste Mal, wenn ich hier zu Besuch sein darf bei Florian Rigotti. Jetzt bekommt ihr zum Abspann noch kleine Einblicke, kleine Gusto-Stückerl, die ich gefilmt habe hier rund um den Garten, damit ihr auch noch die Vibes und das Feeling von diesem herrlichen Naturstück, von diesem herrlichen Stück Natur mitbekommt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, würde mich über einen Daumen rauf für dieses Video sehr freuen. Schön, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und das nächste Mal begrüße ich euch wieder bei mir im Küchengarten. Bis dann!